Ja, und ich begrüße alle ganz herzlich. Genau, jetzt dann den Ton ausschalten. Ich schalte jetzt mal alle stumm. Zum vierten und letzten Webinar im Rahmen des EB MOOC. Ich freue mich sehr, euch heute hier in Zoom begrüßen zu dürfen. Also ein bisschen was Neues. Nochmal kurz die technischen Hinweise. Man kann oben rechts umschalten zwischen Sprecheransicht und Galerieansicht. In dem einen Fall sieht man alle gleich groß, im anderen immer die Person groß, die gerade spricht. Unten links kann man Ton und Bild aktivieren oder deaktivieren. Und in der Mitte sieht man dann auch noch die Möglichkeit für den Chat. Dort kann man chatten. Klar. Ganz einfach. Jetzt schaue ich auf meine Agenda hier, dass ich nichts vergesse. Ich glaube. Du hast eine Umfrage für uns, glaube ich, vorbereitet, gell, wenn ich mich nicht irre. Wir starten mit der kleinen Umfrage, ja. Ja. Kurz lesen und dann bitte abstimmen, sodass wir ein bisschen wissen, für was ihr euch interessiert. Genau, wenn ihr Widerhall hört, so wie Christina, dann muss man aus dem Facebook-Livestream rausgehen, weil da sind wir natürlich auch nochmal zu hören. Aber da ist die Idee, dass wir einfach noch ein paar Leute aus der Gruppe vielleicht dann rüberholen zu uns, die dann auch mitmachen. Okay, ich werde die Umfrage beenden und die Resultate freigeben. Und dann sehen wir, die meisten wollen ein Webinar in Zoom erleben. Und dann ist von Interesse die mögliche Weiterverwertung des EB-MOOC und natürlich dann auch das eigentliche Thema über Online-Beratung und Videokonferenz-Tools etwas erfahren. Und auch EBMOOC und Begleitgruppen. Rückblick, ja, stößt auch auf Interesse. Alles wird heute Thema sein. Ja, Vorstellungsrunde, glaube ich, ist der nächste Punkt. Mein Name ist David Rötler. Wahrscheinlich kennen mich die meisten schon. Bin sehr aktiv in Erwachsenenbildung und besonders aktiv in dieser Webinarform und lebe in Salzburg in Österreich. Und ja, jetzt übergebe ich ins Team, frage mal gleich die Birgit nach kurzer Vorstellung und dann ganz hinterher kommt die Agenda dann an der Reihe. Ja, danke David, ich bin Birgit Aschemann und darf diesen Online-Event, der dieser große Online-Kurs ja letztlich geworden ist, koordinieren, den EB-MOOC jetzt schon zum zweiten Mal mit einer wunderbaren Truppe, unserem Conedo-Team und mit Martin von der TU, der heute leider nicht dabei ist und einfach allen Referentinnen und Lernbegleiterinnen, die uns letztlich unterstützt haben dabei. Ja, also Martin ist im Zug unterwegs und vielleicht tut er sich ja noch von unterwegs. Genau, der wird sich später dazuschalten, er ist nur jetzt noch nicht dabei. Die Landschaft zeigen. Wilfried. Hallo, Wilfried Fey, Geschäftsführer von Conedo und in verschiedenen Rollen auch beim EBMOOC-Team mit beteiligt und freue mich, dass wir heute wieder mit einer schönen Runde den MOOC auch abschließen dürfen. Dann Karin. Ja, hallo, also ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Ich werde heute am Ende ganz kurz meine Forschungsarbeit vorstellen, die ich zu Geschäftsmodellen für Massive Open Online Courses in der Erwachsenenbildung geschrieben habe. Bin ich auch schon ganz gespannt. Lucia? Ja, hallo, Lucia Paar, mit dabei auch beim Conedo-Team. Und ich werde heute wieder, so wie die letzten Male auch, ein bisschen ein Auge auf den Chat haben, falls es Schwierigkeiten mit Ton oder Bild gibt. Bitte einfach schreiben und mal schauen, dass wir das beheben können.
Sehr gut, dann möchte ich Martina bitten, sich vorzustellen und gleichzeitig auch die Agenda vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Martina Süßmeier, ebenfalls vom Conedo-Team. Ich bin heute dafür zuständig, die Fragen für den David aus, dem Chat-Protokoll zusammenzuschreiben, dass nichts verloren geht. Und ich habe auch gleich ganz analog eine Agenda vorbereitet für heute. Heute wird es im ersten Teil darum gehen, die schriftbasierte Online-Beratung zu besprechen. Danach gibt es einen Slot für die videobasierte Online-Beratung sowie weitere Möglichkeiten mit den Videokonferenz-Tools. Und dann im zweiten Teil einen Rückblick und eine Vorschau auf den EB-MOOC zu geben. Wie liegt es in den Begleitgruppen? Was macht man aus oder mit dem EB-MOOC jetzt im Nachhinein? Und welche weiteren Möglichkeiten und Geschäftsmodelle gibt es? Mhm. Super, vielen Dank, Martina. Ich glaube, jetzt haben wir das Team komplett, soweit es da ist, oder? Nehme ich an. Und ja, dann freue ich mich, dass wir heute auch zwei Experten, eine Expertin, einen Experten unter uns haben. Eva Fessler zuerst, bitte. Hallo, schönen guten Nachmittag. Ich möchte mich erstmals bedanken, dass ich heute hier dabei sein kann. Ja, genau, mein Name ist Eva Fessler. Ich bin von der Bildungsberatung in Wien heute und live aus Wien zugeschaltet und freue mich, euch heute die videobasierte Online-Beratung vorzustellen, und zwar via Skype. Genau, aber starten tun wir mit Stefan. Der darf sich jetzt vorstellen und dann auch gleich starten. Okay, hallo, mein Name ist Jacinovic Stefan. Ich bin im Team der Bildungsberatung Steiermark, beim Bildungsnetzwerk Steiermark, und auch im Team der Online-Bildungsberatung Österreich. In dieser Funktion bin ich auch eingeladen worden, hier im MOOC einen Teil zu machen zum Thema schriftbasierte Online-Beratung. Diese Form der Online-Beratungen, die über Beranet gemacht wird, das ist eine Software, die zur Verfügung gestellt für Online-Beratungsangebote, also eine spezielle Software. Und in dieser Funktion bin ich dort tätig seit einigen Jahren. Diese Online-Beratungsplattform wurde im Projekt Bildungsberatung Österreich, wo alle Bundesländer teilnehmen, aufgebaut vor einigen Jahren. Und wir, also in diesem Team, haben jetzt momentan eben die Mailberatung und die Chatberatung als Angebot. Die Chatberatung seit dem letzten Jahr, das heißt, das ist noch relativ frisch, und das Beratungsangebot wird von Jahr zu Jahr besser angenommen und ist ein zusätzliches Angebot zur persönlichen Beratung, zur Telefonberatung in der Bildungsberatung. Also da gibt es ein Sammelsurium von Angeboten, und speziell die Online-Beratung ist eben eine Mail-Beratung und die Chat-Beratung. Kann man das eigentlich ungefähr quantifizieren? Wie groß ist der Anteil an Kundinnen und Kunden, die Online-Beratung, und wie viele machen die traditionelle Form? Also das Verhältnis weiß ich nicht so genau, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich habe mir die Zahlen rausgeschrieben, wie viele Anfragen so in etwa. Und zwar seit Anfang 2017, da habe ich mir die Zahlen angeschaut, bis vor zwei, drei Tagen, wo ich das rausgeschrieben habe, hat 1800 Beratungskontakte in der Mailberatung gegeben und ungefähr 50 Chatberatungen. Mhm. Das ist jetzt so das, was man ungefähr sagen kann. Mhm. Davon jetzt zum Beispiel, also im Jahr 2018 waren es 550 Beratungskontakte in der Mailberatung, was so diese Steigerung sozusagen zeigt, auch ein Stück weit, dass das Angebot auch immer mehr angenommen wird. Aber wie das jetzt im Gesamtverhältnis steht zu den anderen Beratungsformaten, könnte man theoretisch nachschauen, aber ich habe die Zahlen jetzt nicht da. Aber es ist auf jeden Fall ein wachsender Bereich, so viel kann man sagen. Ja. Mailberatung habe ich übrigens schon mal ausprobiert, und ich fand, das hat gut funktioniert. Ja.
Also als Kunde. Als Kunde, ja. Nein, es war uns, also es ist bei dieser Form der Mailberatung ist es ganz wichtig, oder uns war es da ganz auch von Anfang an ganz wichtig, dass man es möglichst niederschwellig macht, also den Zugang zum Beratungsangebot, weil also dieser Spagat zwischen ich muss Sicherheit bieten, also einen gewissen Datenschutz bieten und es trotzdem relativ niederschwellig zu machen. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich so, dass man der Anmeldeprozess gleichzeitig mit der Anfrage passiert. Das heißt, man muss nicht zuerst sich anmelden, dann irgendein Passwort bestätigen und dann sich erst einloggen, sondern das passiert in einem Schritt. Und somit ist gewährleistet, dass möglichst wenig Leute, wenn sie auf die Seite kommen und sich beraten lassen wollen, dass man die dann verliert auf diesem Schritt. Ja. Das ist uns wichtig. Und Chat und Mailberatung sind in dieser Plattform Beranet gemeinsam. Das heißt, man kann es auch relativ gut vernetzen, ja, und muss nicht dann zu einem anderen Medium wechseln. Und also das andere Medium und der Medienwechsel passiert relativ. Also es muss irgendwas da sein, das man. Ja. Chatberatung gibt es auch einzeln oder sogar in Gruppen, oder? Momentan haben wir nur Einzelberatungstermine. Also Beranet, die Software, bietet die Möglichkeit, auch Gruppen- und Expertenchats zu machen. Expertenchats heißt, dass man von extern jemand einladet, der speziell zu einem Thema ist, da ist und wo man dann als Berater mehr die Moderationsrolle übernimmt. Das sind Dinge, die wir besprochen haben im Team. Jetzt sind wir mal so weit, dass wir einen Einzelchat anbieten. Das heißt, es gibt fixe Termine, die sind vorgegeben. Da entscheidet jedes Bundesland selber, wann wer die Termine anbietet. Und sie können einzeln gebucht werden. Das heißt, 1:1, man verabredet sich quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt eben für diesen Einzelchat. Ja, aber es ist durchaus angedacht, das auch zu erweitern. Und da auch Gruppenchats und Expertenchats, wo dann so wie hier jetzt bei der Videokonferenz, aber auch nur im Chat viele Personen teilnehmen können. Ja. Gibt es Daten zur Altersstruktur der Ratsuchenden? Sind das ganz normale Leute oder eher dann die Digital Natives? Naja, das Angebot der Bildungsberatung auf unserer Plattform ist speziell, weil im Projekt vorgegeben für Erwachsene. Das heißt, jetzt Jugendliche in dem Sinn ist nicht unsere Zielgruppe, obwohl man natürlich Fragen beantwortet, wenn Fragen von Jugendlichen kommen. Es ist jetzt nicht so, dass man es wegschickt in dem Sinn. Aber Zielgruppe sind Erwachsene. Ja, habt ihr da Daten innerhalb zur Altersstruktur? Innerhalb die Daten zur Altersstruktur, es ist so, dass ich habe es jetzt nicht da, die Daten genau die Art von Altersstruktur. Es ist so, dass die Beratung an sich anonym ist. Das heißt, es ist nicht verpflichtend, Alter anzugeben. Und das macht auch nur ein gewisser Teil sozusagen, dass das Alter angegeben wird. Tendenziell kann man sagen, und ich habe mir jetzt noch die Beratungen der letzten 2-3 Wochen für die Steiermark, habe ich mir genauer noch angeschaut im Vorfeld, ist es so, dass es Leute sind, die eher jünger sind, aber nicht nur. Ja. Also die Anfragen, die ich mir jetzt da angeschaut habe, die waren durchwegs Leute unter 35. Aber es ist nicht so, dass nicht auch ältere Personen das Angebot in Anspruch nehmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf was sich das bezieht. Wie gehen Sie mit den eintreffenden Fragestellungen um? Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst oder ob die Frage an uns hier gemeint war. Also ich kann es mir jetzt nur vorstellen, wie es gemeint ist und zwar wie wer dann sich verantwortlich fühlt, ist ja in erster Linie mal. An wen die Frage weitergeleitet ist. Ja. Okay. Also es ist an sich so, dass es gibt in diesem Großteam der Online-Beratung gibt es einzelne Bundesländer-Teams und die Anfragen werden, also das, was man angeben muss als Verpflichtfeld ist sozusagen für jemanden, der eine Anfrage stellt, ist ein Bundesland auszuwählen. Das heißt, alle, die im Team in einem Bundesland arbeiten, also alle Berater, bekommen per Mail die Nachricht, dass eine Anfrage eingegangen ist für ihr Bundesland. Dann ist es so, dass jedes Team unterschiedlich damit umgeht. Also manche Teams haben fixe Zeiten, eines Montag zuständig, Dienstag, und derjenige übernimmt dann die Anfrage.
Bei uns ist es so, wir sind in der Steiermark sind nur zu zweit. Das heißt, der an dem Tag arbeitet und Zeit hat, übernimmt die Anfrage als erster. Das heißt, einer von beiden. Ja. Das heißt, die Berater des Bundeslandes, die zuständig sind, bekommen eine Mail, übernehmen die Anfrage und beantworten diese dann auch. Also so, wenn das so gemeint war. Gehen wir mal davon aus, sonst kann das ja gerne ergänzt werden im Chat oder noch nachgefragt werden oder natürlich auch mündlich noch eingebracht werden. Wie viele Interaktionen umfasst eine Beratung im Durchschnitt pro Klient? Es ist so, dass es kommt dann natürlich darauf an, welche Art von Anfrage es ist. Es gibt auch die klassischen Informationsanfragen, die oftmals mit einem Mail beantwortet werden können. Ansonsten sind es zwei bis drei, würde ich sagen. Es hängt, wie gesagt, vom Thema ab. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir, und das haben wir auch in den Teams selbst dann besprochen, dass wir dieses Format durchaus so sehen, dass man über mehrere Antworten das anlegt, ja, als Berater. Das heißt, man nimmt sich die Zeit, Rückfragen zu stellen, und es ist auch so gedacht, dass daraus ein längerer Beratungsprozess entstehen kann und soll. Wie gesagt, es hängt aber hauptsächlich davon ab, von der Art der Anfrage, was das Thema ist. Ja? Also wenn es klar beantwortbar ist mit einem Mail, dann wird man es nicht künstlich in die Länge ziehen, wenn man so. Ja. Ja. Vielleicht ein paar Beispiele für typische. Ja, das kann ich geben. Ich habe da, wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, ein paar Anfragen. So, die Beispiele aus den letzten Wochen, ja, die wir jetzt in der Steiermark zumindest mal bekommen haben. Da waren Sachen dabei wie, wie kann ich die Matura nachholen zum Beispiel? Welche Möglichkeiten habe ich? Das ist so auch in der Offline-Beratung eine klassische Anfrage. Dann hatten wir eine Anfrage zum Wiedereinstieg. Das heißt, ich war lange in Kinderbetreuungszeit, bin nur auf Jobsuche und möchte aber in dem Beruf, den ich erlernt habe, nicht mehr arbeiten. Was kann ich tun für eine Umschulung? Was gibt es da für mich für Möglichkeiten? So, das ist eine Anfrage. Klassische Anfragen zu Weiterbildungen haben wir auch eine gehabt. Das heißt, ich bin zum Beispiel diplomierte Krankenschwester und Sozialpädagogin und möchte mich weiterbilden, um meinen Möglichkeiten beruflich zu erweitern. Ja? Also drauf irgendeine Ausbildung draufsetzen. Förderanfragen haben wir bekommen für einen Kurs, wo die Frage ist, wenn die Firma nichts dazu zahlt, gibt es eine Möglichkeit in meinem Bundesland, dass das gefördert wird, die Ausbildung. Dann eine originelle Anfrage, wie wäre ich Sportreporter, haben wir gehabt zum Beispiel. Und und Pflichtschulabschluss war auch eine Frage. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele, die in den letzten Wochen waren, ja, zu diesen Themen. Super, danke für die Einblicke. Genau, Renate hatte noch eine Frage, und dann schließen wir auch langsam ab. Welcher inhaltliche Mehrwert für den Anfragenden hat Berenet im Vergleich zu E-Mail? Inhaltlich? Ja. Ja. Also Vorteile für die Organisation, aber also da man intern besser strukturieren kann, aber für die Kundinnen? Also wie gesagt, abgesehen davon vom Sicherheitsaspekt, aber das ist nicht die Frage, aber das ist ein ganz wesentlicher Unterschied eben zum normalen E-Mail, eben der Datenschutz, also die Verschlüsselung. Inhaltlich ist es so, dass man innerhalb dieser Plattform auch die Möglichkeit hat, ein Wissensmanagement aufzubauen, was wir auch gemacht haben. Das heißt, ich habe Dokumente drinnen, die ich sehr leicht einfügen kann. Also es gibt gewisse Dinge, die wir als Beratungsteam vorbereitet haben, was uns erleichtert, die Anfragen zu beantworten, beziehungsweise auch erleichtert. Also da es arbeiten mehrere Leute, die in der Online-Beratung sind, an einem Wissensmanagement-Pool auch vorgefertigte, müssen wir sagen, Textteile haben wir da drinnen. Das heißt, es ist einfach das Arbeiten leichter für uns Berater mit dieser Plattform, als würde jeder extra
per E-Mail. Das heißt, man profitiert von dem, was die anderen machen sozusagen auch oder wie die anderen unterstützen. Inhaltlich, was ich schreibe, ja, kann ich im E-Mail natürlich auch schreiben. Es ist halt, also ich persönlich empfinde so, dass man halt in dieser Form, ja, auch viel mehr so ein Teamgefüge hat. Ja, man arbeitet an etwas Gemeinsamen. Der Austausch, wir haben intern auch so ein internes Kommunikationssystem, wo man auch miteinander unter den Beratern kommunizieren kann. Also es ist einfach, vor allem für die Berater ist es erleichtert, das Arbeiten. Mhm. Für die Kunden, der Kunde merkt in dem Sinn, weiß nicht, ob der jetzt einen Unterschied merkt, ob er da jetzt einsteigt oder nicht. Ich habe schon das Gefühl, man ist mehr jetzt da bei der Beratung. Es verschwindet nicht so in diesem E-Mail-Eingang, wo alle anderen E-Mails drinnen sind. Und man hat den Kommunikationsstrang schöner irgendwie zusammen. Ja? Das ist auf jeden Fall das zusätzlich auch, wenn man zum Beispiel einen Chat gemacht hat und eine Mailberatung gemacht hat, man hat all die Antworten, die man hat, dort gespeichert, genau, in dem drinnen. Ja, das ist sicher, wie du sagst, damit auch eine speziellere Form, wenn man sich speziell mit dem Thema beschäftigt und seine Sachen wieder, auch nach längerer Zeit wieder anschauen will. Ja. Also es verliert sich irgendwo in einem E-Mail-Eingang, da hast du recht. Ja. Okay. Ich darf hier Zahlen nachtragen. Wilfried hat mir gerade hier Zahlen untergeschoben, zugespielt. Ja. Online-Beratung ist immer noch ein geringer Anteil, 15.000 von 208.000. Ja, also 15.000 zu 208.000 Beratungskontakten sind online in den Jahren 15 bis 17. Wilfried, magst du noch ergänzen dazu? Oder? Genau, ich denke, du hast es gesagt. Man sieht, dass es noch, also in den Zeitraum bis 2017 noch ein relativ geringer Anteil war. Ja. Genau, die Prozente rechne ich nicht aus jetzt dazu. Ja. Aber kannst du dir ungefähr vorstellen. Ich möchte bald dann zur Eva überleiten, aber ich habe doch noch eine sehr interessante Frage hier von Katja drinnen. Wie wird in der E-Mail-Beratung nachgefragt oder Bezug genommen auf beruflichen oder Bildungslauf der Kunden? Es gibt, wie gesagt, in dem Anmeldeprozess einerseits gibt es die Möglichkeit für die Kunden, Angaben auch zum Bildungsweg zu machen, ja, höchster Bildungsabschluss und ein freies Textfeld. Und also es gibt die Möglichkeit, von sich aus einmal zusätzlich Informationen zu geben. Und sonst fragt ihr zurück, oder? Ansonsten fragen wir zurück. Ja. Also alles, was ich, also ich kann jetzt mal für mich sprechen, alles, was ich wissen muss für eine Beratung bei einer speziellen Anfrage, frage ich zurück. Ja. Und so entsteht dann auch eine Kommunikation. Die Erfahrung ist, dass die meisten, die eine Anfrage stellen, wenn sie komplexer ist, ohnehin viel erzählen, ja, weil sie natürlich selber auch wissen, dass das wahrscheinlich wichtig ist zu erwähnen. Also es kommt meistens relativ viel, und das, was ich an Informationen brauche und nicht bekomme, ist, also generell ist es so, weil ich da gelesen habe, auch in dieser Anfrage, ob das nicht sehr langwierig und aufwendig ist. Ja, die Online-Beratung, die schriftliche, schriftbasierte Online-Beratung ist aufwendig. Das ist sie grundsätzlich. Also es ist nicht so, dass das schneller geht als irgendeine andere Beratungsform. Das ist auch nicht der Zweck dahinter. Es ist sehr aufwendig, das Lesen, das Formulieren, das Schreiben. Bei schwierigen Anfragen auch noch eventuell, dass man das öfter nochmal durchliest, bevor man es wegschickt. Das heißt, es ist ein Tool, das zusätzlich Kunden bringen soll. Ja? Leute, die nicht zu einer persönlichen Beratung gehen, vielleicht nicht telefonieren wollen, die das lieber online machen. Es ist nicht ein Tool, um Zeit zu sparen. Ja, also es ist einfach eine weitere Zugangsmöglichkeit. Ja. Vielleicht auch im Sinne von Abbau von Barrieren. Wenn man mehrere Zugänge anbietet, dann genau. Ist es letztendlich mit weniger Barrieren versehen. Ich meine, eine Frage, ich glaube, die geht jetzt eine Spur zu weit, ob diese Form der Online-Beratung auch in therapeutischen Settings funktioniert. Ja, also nicht bei uns, also es ist nicht unser Auftrag, das bereitlich zu machen. Ich weiß aber, dass die Online-Beratung in Einrichtungen, die therapeutische Angebote haben, eigentlich schon viel länger eingesetzt wird, als es jetzt in der Bildungsberatung eingesetzt wird. Ja? Also ich weiß, das weiß ich nur, dass es das Angebot schon länger gibt. Wie es da jetzt genau funktioniert oder wie gut,
Da bin ich jetzt nicht der Spezialist, aber ich weiß, dass es eingesetzt wird, schon seit vielen Jahren eigentlich. Gut. Ja. Letzte Frage, wollt ihr auch in videobasierte Online-Beratung einsteigen? Und dann aber wirklich Eva. Ja, also die Eva kann dann eher erzählen von der videobasierten. Wir haben es jetzt nicht in erster Linie geplant. Es ist auch darüber schon gesprochen worden, aber jetzt ist jetzt nicht der sofort nächste Schritt. Ja, also ich denke mal, man wird dann von Erfahrungen von anderen Einrichtungen das machen, einmal sich anschauen, ob man das dann überlegen. Genau. Wir hören jetzt die Erfahrungen von Eva zur Videoberatung. Eva, bitte. Ja, gerne. Danke, David. Ja, also vielleicht noch kurz zu Beginn. Wir haben mit der videobasierten Online-Beratung via Skype 2015 gestartet, die Bildungsberatung in Wien, und zwar als Pilotprojekt. Eva, eine bitte. Kannst du versuchen, das Mikro ein bisschen näher zu nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Und hört ihr mich? Ja, wir hören, es ist möglicherweise eine Spur besser, ja. Moment, ich schaue noch schnell, ob ich es noch optimieren kann. Aber es dürfte das richtige Mikrofon sein, weil man hört, wenn das schon wackelt. Ja. Ja. Okay. Hm. Na, es sollte passen. Was? Sprich laut und deutlich, ich glaube, dann ist es okay. Okay, also nochmals von vorne. Und zwar, also wir Bildungsberatung in Wien haben mit der schriftbasierten Online-Beratung mit Skype haben wir 2015 als Pilotprojekt gestartet. Und einer der Gründe, warum wir damit gestartet haben, war auch ein bisschen aus der beraterischen Erfahrung heraus, dass oftmals Personen, also bestimmte Zielgruppen von uns, Beratungstermine absagen mussten, wie zum Beispiel Mütter, weil vielleicht ihre Kinder krank geworden sind oder keine Betreuung, oder eben Personen aus Ausland, die eben Probleme hatten, eine Beratung zu bekommen, beziehungsweise weil es teuer war. Und das waren eben unter anderem so Gründe, warum wir zur schriftbasierten Online-Beratung per Skype übergegangen sind. Es ist eben, da komme ich gleich vielleicht zu den Besonderheiten der videobasierten Beratung, ist eben ganz ein großer Punkt, dass man eigentlich Nähe durch Distanz schaffen kann. Es ist ja so, dass eigentlich die Distanz da ist, aber dadurch, dass wir ja eigentlich in das Wohnzimmer unserer Kunden und unserer Kundinnen eintreten mit der Beratung, ist doch eine gewisse Nähe da. Also man kann sagen, so eine Comfortzone. Kann auch dazu führen, dass sich die Kunden, Kundinnen leichter öffnen. Natürlich muss man dann auch immer schauen, dass man beim Thema bleibt. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Und weiter zu den Besonderheiten ist natürlich auch die Zeiteffizienz. Es fällt keine An- und Abreise an, also man steigt direkt ein. Es ist natürlich auch viel flexibler wie eine Beratung, eine Face-to-Face-Beratung, weil wenn jetzt irgendwas aufkommen sollte, eine Frage, wenn die Kundin sagt, oh mein Gott, da ist jetzt was Dringendes, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man das viel schneller macht, ohne dass man jetzt darum, aufwendige An- und Abreisezeiten einplanen muss. Genau, und was natürlich auch eine Besonderheit ist in der Skype-Beratung, ist natürlich die Mimik. Also dadurch, dass man ja wirklich auf das Gesicht fixiert ist von der anderen Person, kann man die Mimik und das Ganze viel besser wahrnehmen. Aber es fallen halt Sachen weg, wie in der persönlichen Beratung. Also zum Beispiel kann ich jetzt meiner Kundin oder meinem Kunde die Hand nicht schütteln, wenn er oder sie hereinkommt. Das kann man zum Beispiel auch kompensieren dadurch, dass man jetzt sagt, okay, ich starte vielleicht den Anruf, also ich rufe die Kundin oder den Kunde an und habe so eine virtuelle Begrüßung. Was natürlich auch noch eine riesengroße Besonderheit ist, ist, dass ich in der videobasierten Beratung die Möglichkeit habe, Chat, also wie jetzt auch hier heute bei Zoom, gleichzeitig auch den Chat zu benutzen. Und eben, wenn jetzt ein Link da ist, wo ich meiner Kundin und meinem Kunde gerne mitgeben möchte, dass ich den eben direkt eingeben kann, dass mir natürlich auch die Kundinnen, der Kunde etwas schicken kann, wenn etwas da ist.
und dass wir natürlich auch gemeinsam am Computer suchen können bzw. recherchieren können während der Beratung. Und das ist eben ganz ein lässiger Punkt, meiner Meinung nach, weil das eben viel Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment auch mitgibt den Kundinnen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich ein bisschen mit der Bildschirmfreigabe das für mich noch nicht so in die Beratung eingeholt habe, weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich immer viel netter, wenn man gemeinsam recherchiert mit den Kundinnen, mit den Kunden. Genau. Ja, du finde ich erstmal total interessant. Ich finde auch interessant diesen Aspekt Nähe durch Distanz. Ja. Also, dass der Beziehungsaufbau möglicherweise besser sein kann auch, weil, ja. Ja, spannend. Du hast erzählt von Skype. Du hast mir aber auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr Skype nicht mehr verwendet. Und es kam hier auch eine, ja, wegen Dateninformationen-Geschichte. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Genau, also Skype wird aktuell nicht mehr verwendet. Das war aber auch also generell schon ein wenig geplant, weil das Skype tatsächlich so eine Testphase, eine Pilotphase war, wo man am Anfang gesagt hat, jetzt ist niederschwellig, es haben viele Personen vorinstalliert. Und jetzt ist wirklich so der aktuelle Stand, dass wir sagen, es ist an der Zeit, ein neues Medium zu suchen. Natürlich ist eben auch die neue Datenschutzgrundverordnung ein Punkt, wo das uns dann auch mehr motiviert. Wir wissen aktuell noch nicht genau, was wir verwenden, aber natürlich, um ein bisschen jetzt zum Beranet anschließen, wäre es naheliegend, dass wir jetzt alles, unser Online-Angebot unter einem Dach anbieten, weil wir schon über die Beranet-Plattform unsere Chat- und Online-Beratungen anbieten, dass wir hier auch noch die videobasierte Online-Beratung über Beranet eventuell anbieten. Aber wie gesagt, wir sind hier jetzt gerade am Testen. Wir können da jetzt noch nichts Konkretes sagen, aber es wäre natürlich sehr leidigend. Genau. Also wir können auch kurz dann demonstrieren oder zumindest Screenshots zeigen, wie Video bei Beranet aussehen kann. Es gab ja auch noch ein paar Fragen, aber findet wegen der Technik eine Selektion der Kundinnen statt? E-Mail kann jeder möglich, Video möglicherweise nicht? Wie war die Frage nochmals? Na gut, also die Frage ist, nicht alle können Online-Beratung oder E-Mail oder Videoberatung in Anspruch nehmen, weil nicht alle haben mal Webcam vielleicht jetzt so. Ja? Genau, also da nicht eine digitale Spaltung oder so nochmal statt. Nee, es ist so, dass wir eben von der Bildungsberatung aus erstens mal ganz viele Formate anbieten. Wir wollen ja auch alle Personen erreichen. Also sonst ist ja die Ehrenamtberatung, Beratungstermine, Telefonberatung. Also wir haben ja viele Kanäle extra dafür, dass wir viele verschiedene Personen erreichen können. Und weiters möchte ich dazu sagen, dass natürlich auch diese Beratung via Skype, wie wir es bisher hatten, auch mit dem Smartphone abgehalten werden kann. Und ein Smartphone haben mittlerweile schon sehr viele Personen, natürlich nicht alle. Und das stimmt natürlich, wenn jetzt Personen kein Smartphone, kein Computer haben, kein Laptop haben, keinen Zugang dazu haben, wird natürlich eine online-basierte Videotelefonie nicht stattfinden, wird von dieser Zielgruppe dann vermutlich aber auch nicht als bevorzugtes Format gewählt. Ich meine, die Online-Beratung ersetzt ja nicht die traditionellen Präsenzberatungsangebote. Die bleiben ja weiterhin bestehen und das sind ja nur weitere Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Genau, es sind weitere Kanäle, die in Anspruch genommen werden können. Einen wirklich interessanten Aspekt, finde ich, hier bringt Katja ein. Ist es für Beratungskundinnen nicht gerade gut, auch woanders hinzugehen und rauszugehen, das Zuhause zu verlassen, offen für Neues zu sein? Ja, es muss nicht sein, dass die online-basierte Beratung via Skype nur via Skype stattfindet. Also es gibt ja auch im Sinne des Blended Counseling die Möglichkeit, dass die Kundinnen oder die Kunden dann auch sagen, okay, jetzt würde ich dann doch gerne mal zu einer Beratung kommen, dass man das Format wechselt und dass man auch mal aus dem Haus, also
aus dem Haus rauskommt und eine neue Beratungsumgebung hat. Für manche Beratungskunden und Kundinnen von uns ist eben gerade das, dass sie nicht aus dem Haus gehen müssen, eben aufgrund von Beeinträchtigungen, Einschränkungen, ein guter erster Schritt, um eben eine Beratung in Anspruch nehmen zu können, um eben sich einmal zu trauen, diese Beratung zu haben. Eben gerade aus diesem Grund, weil sie das Haus dafür nicht verlassen müssen, weil sie nirgends hingehen müssen. Ja. Gut, finde ich, halte ich für sehr nachvollziehbar. Vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, nochmal zu zeigen, wie bei Beranet die Videoberatung aussehen kann, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Darf ich dich bitten, Birgit, uns da einen Einblick sehr gern. Ich werde dafür meinen Bildschirm teilen, lese, aber gerade der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Oh, ja, das war Absicht, aber lieber natürlich. Lieber Host, kannst du das bitte? Jetzt nicht mehr. Jetzt muss es gehen. Okay, ich sehe ja nicht, was ihr seht, wenn ich da meinen Bildschirm jetzt freigebe. Ich hätte aber meiner Meinung nach den Bildschirm bereits freigegeben. Jetzt nicht vielleicht besser? Na, noch nicht. Noch immer nicht. Okay. Also die Bildschirmfreigabe ist soweit. Okay. Jetzt sehen wir. Was ihr sehen solltet oder was Sie sehen sollten, ist jetzt die... Nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Was kann ich noch tun? Wir sehen jetzt da das Zoom-Fenster, das Browser-Fenster. Ihr seht das Zoom-Browser-Fenster. Da schiebst du es einfach rüber. Das Zoom-Browser-Fenster. Er hat jetzt den mittleren Da, wo du bist. Ich verstehe. Du hast so viele Bildschirme. Ich habe so viele Bildschirme. Das finde ich sehr interessant. Wir haben das nämlich gerade vorhin ausprobiert. Da war das der richtige Bildschirm. Und ich kann höchstens eins machen. Jetzt seht ihr meine Google-Seite. Ja, genau. Aber ich kann dort rein. Ja, wenn das so einfach wäre. Das geht schon. Ich kann das so machen. Genau, super. Und hier jetzt sehen wir meinen Bildschirm freigeben. Auch nicht ganz so, wie ich das wollte, aber doch einigermaßen. Was ihr sehen solltet, ist die Einstiegsseite der Website vom Frauenservice Graz. Leider jetzt nicht in der Bildschirmpräsentation, weil ich zu viele Bildschirme habe. So geht's, glaube ich. Ja. Und wenn man das Frauenservice besucht, hat man die Gelegenheit, eine der wenigen Einrichtungen zu besuchen, die in Österreich bereits mit der Videochat-Beratung arbeiten. Also das ist eine auf Beranet gehostete Beratung, die Videoberatungsmöglichkeit anbietet. So quasi Skype auf Beranet, wenn man das jetzt mal ganz einfach formulieren will. Und ich gehe das jetzt einfach mal so durch, wie es mir jetzt möglich ist. Leider nicht so schön wie im Test vorher. Ich würde einfach auf die Seite des Frauenservice gehen und sehe dort für die Beratungsstelle, klicke ich einfach auf das lila Feld für Beratungsstelle, dann wird mir dort erklärt, was hier an Beratung von Frauen für Frauen angeboten wird und in welcher Form. Eine der möglichen Formen ist eben die Online-Beratung per E-Mail oder Videochat. Und wenn ich da jetzt auf Online-Beratung klicke, dann komme ich auf eine Seite, wo mir kurz erklärt wird, wie dieser Videochat funktioniert. Und wie nicht anders zu erwarten, braucht man dafür ein Endgerät mit Kamera und einfach ein Headset. Die einzige Einschränkung ist, wenn man hier die Videochat-Beratung von Beranet nutzen möchte, sollte man das mit Mozilla Firefox oder Chrome tun oder Opera, lieber nicht mit dem Internet Explorer. Es ist aber die Nutzung sehr einfach. Es zeigt sich direkt auf der gleichen Seite wie diese Erklärung ein Feld, wo immer dann, wenn ein Berater online verfügbar ist, dieses grüne Fältchen da aufgeht. Und wenn ich da drauf klicke, dann komme ich zu so einem Dialogfenster, wo ich für den Videochat gebeten werde, einen Namen anzugeben. Ich habe das mit meiner Kollegin im Frauenservice ausprobiert. Ich muss dazu sagen, das Frauenservice Graz ist mein zweiter Arbeitsplatz.
meine Kollegin hat meine Anfrage bitte um kurze Beratung sehr unkompliziert angenommen. Ich habe dann da auf zum Videochat geklickt und musste dann einen Moment warten. Also das ist so ein typisches Wartefenster, haben Sie einen Moment Geduld und Sie werden mit einer Beraterin verbunden. Und das hat nicht lange gedauert und dann war sie hier. Und was wir da jetzt sehen, ist die typische Oberfläche des Videochats in Beranet. Also ich habe da die Beraterin, Gesprächspartnerin und auf der Seite eben diesen Chat, ein ganz normales Chatfenster. Ich finde, es ist eine sehr ruhige Oberfläche ohne große Ablenkung und man hat auch den Eindruck, wirklich in einem Raum zu sein, also einem ungestörten Raum zu sein für einfach eine Beratungssituation. Und wir haben dann da einfach bei diesem Test einen kurzen Dialog geführt. Ich wollte das eigentlich live heute herzeigen, aber sie hat heute um die Uhrzeit nicht die Möglichkeit gehabt, dabei zu sein und mit uns das live durchzugehen. Sie hat mir aber die wichtigsten Erfahrungen auch eben berichtet und mitgeteilt dazu. Sie hat eben ähnlich wie Eva, von dir das jetzt angesprochen worden ist, ursprünglich wie von Stefan das schon erwähnt worden ist, als Möglichkeit, dass es gab erst einfach nur die E-Mail-Beratung bei Beranet und diese Videochat-Beratung war ein Stück Upgrade dazu. Also man hat sich dann einfach im Frauenservice die Software extra dazu anschaffen müssen. Das war einmalige Investition von, ich glaube, in etwa 1000 Euro und dann für, ich glaube, 4 Beraterinnen Zugänge in etwa 100 Euro im Monat Lizenzgebühren und die Zufriedenheit ist einfach total groß. Es war die Übergangsphase ein bisschen heikel. Na, da ist eins unten. Na, rechts, ganz unten. Okay, da hat sich wer gemeldet. Mhm. Alles klar. Nein, gut. Wir hören dich wieder. Ja. Also ich bin ohnehin schon dabei, von Erfahrungen zu berichten, ohne zu wissen, ob euch das jetzt interessiert, ob sie das interessiert. Ich möchte nicht monologisieren, aber es ist einfach, denke ich, eine spannende Option, weil gerade diese Fragen des Datenschutzes und auch diese jetzt im Zuge der Datenschutzgrundverordnung gegeben, das wird einfach von Beranet eben da auch serviciert und aktiv bearbeitet und abgedeckt. Also es ist so ein Stück Möglichkeit, das Skype-Feeling in eine geschützte Umgebung mitzunehmen, die für Beratung vorbereitet ist und für Beratung geeignet ist. Ja, und wenn es technisch gut funktioniert. Eine Frage noch, ist der Bildschirmfreigabe auch möglich, so wie du uns jetzt so gut zeigen kannst, wie es funktioniert, dass man dann auch in einer Beratungssituation Ähnliches tun kann? Also diese Frage habe ich erwartet, David, ich bin nicht sicher. Es tut mir leid, ich bin nicht sicher. Ich glaube es nicht. Okay. Könnte mich irren. Weil das ist schon ein sehr schönes... Das wäre wichtig, ja. Wenn man am Bildschirm... Ich bin jetzt einfach nicht sicher, ja. Ja. Gut, letzte Fragen zum Thema Videoberatung. Weil wir jetzt schon eine Spur hinten sind mit der Zeit. Aber vielen Dank, Birgit, für diese Einblicke hier in diesen neuen Bereich. Gerne. Sonst darf Eva noch irgendwie einen abschließenden Gedanken uns übermitteln. Ja, also es ist auch für die Beraterin natürlich und für den Berater eine zusätzliche Herausforderung oder eine neue tolle Herausforderung, nicht nur für die Kunden und Kundinnen, gerade auch, es sind halt viele Punkte, wo man mehr achten muss drauf. Man muss extrem pünktlich sein, weil wenn im Vorhinein, wie wir heute bei mir schon gesehen haben, alle technischen Sachen im Vorhaben abklären sollte, dann ist es auch so, dass man natürlich als Beraterin davor alles herrichten muss. Ich kann nicht so oft aufstehen und etwas tun wie in der Face-to-Face-Beratung. Es ist wichtig, dass ich alles kommuniziere. Also das kommuniziere, wenn ich aufstehe, wo ich hingehe, weil das ja meine Kundin oder mein Kunde nicht sieht, was ich tue. Und natürlich auch wichtig zu kommunizieren, wenn ich irgendwas suche. Also eigentlich alles, was ich mache, wenn meine Augen woanders hingehen, das auch kommunizieren, dass eben keine Unsicherheit auf Seiten des Kunden, der Kundin oder des Kunden entstehen kann. Das sind nochmal so wichtige Punkte, finde ich, was man eben als Beraterin, als Berater auch berücksichtigen sollte. Genau. Weißt du, ob in Deutschland Videoberatung gemacht wird, Bildungsberatung? Sonst gab es offenbar im Forum dazu Gespräche und wahrscheinlich auch Hinweise, die ich jetzt auch nicht gesehen habe, aber vielleicht kann man den Link dann noch raussuchen. Ja, gut, ich glaube,
Ich glaube, damit schließen wir diesen Bereich ab, Videoberatung. Und wir wechseln jetzt ein bisschen Rollen. Ich verlasse jetzt die Rolle des Moderators, übergebe diese Rolle an Birgit und kann gerne ein bisschen was erzählen zu weiteren Einsatzmöglichkeiten hier von diesem Videotool, nämlich gerade in Richtung Bildung. Und Erwachsenenbildung ist ja eigentlich das Kernthema des MOOCs. Genau, also technische Bedienung kommt hier noch als Frage. Als Beraterin braucht man natürlich eine gewisse Kompetenz. Auch sehr gute Vorbereitung kann manchmal zu wenig sein. Das ist wahrscheinlich im Tun, oder Eva, kommt man dann? Im Tun, also bei uns war sehr viel Lessons learned natürlich. Wir haben ja da angefangen, wirklich ein Testprojekt. Und im Tun sind wir da immer wieder mehr draufgekommen, auf was man Rücksicht nehmen muss, wo man drauf schauen muss. Wenn das technisch überhaupt nicht funktionieren sollte, kann man auch noch spontan auf die Chatberatung bzw. auf die Telefonberatung ausweichen, natürlich. Mhm. Genau. Gut. Also kreativ sein eigentlich als Beraterin auch ein wenig. Gut. Ich glaube, jetzt Themenwechsel. Vielen Dank, Eva. Jetzt zeige ich ganz kurz, ich meine, die Möglichkeiten für Bildung sind ja eh klar, weil ich meine, was wir jetzt hier machen in diesem Webinar, ist ja Bildung. Ja? Also das ist jetzt eine Möglichkeit, dass wir uns so in einem Workshop Charakter treffen. Hier übrigens läuft jetzt unsere Live-Übertragung auf Facebook. Da schauen uns immerhin auch drei Personen zu. Wenn man das jetzt auf eine öffentliche Facebook-Präsenz stellt und das dann auch noch von vielen geteilt wird, dann kann man natürlich auch theoretisch Hunderte von weiteren Zuschauern dann in dem Fall eher bekommen. Das Interessante ist bei dieser Livestreaming-Funktion, dass es auch wieder Öffnung ist von Bildung. Und wenn wir hier im MOOC offene Bildungsressourcen produzieren, dann bedeutet so ein Webinar auch neue Zugänglichkeiten und der Livestream nochmal eine weitere Form auch von Öffnung und dann eben nicht Produkt wie bei offenen Bildungsressourcen, sondern eben auch Prozess, wie jetzt hier bei unserem Webinar-Workshop. Deshalb finde ich auch dieses Format so bildungspolitisch irgendwie sehr, sehr spannend. Das hier ist ein Screenshot aus meiner Uni-Lehrveranstaltung. Da lege ich Wert drauf, dass alle das Video einschalten, weil dort ganz, ganz viel an Interaktion passiert, auch in Arbeitsgruppen und wirklich 36 Leute, die dort ganz intensiv miteinander kommunizieren. Ich experimentiere sehr gerne mit dem Format und hier sieht man ein Live-Webinar, in dem mit einer Drohne in der Gegend rumgeflogen wird. Das kann jetzt irgendwie erstmal lustig sein. Also man geht irgendwo hin und zeigt was von oben. Aber letztendlich kann daraus auch sehr schnell eine ernste Anwendung, genau, hier ist vielleicht noch lustig, hier sieht man uns wirklich auf der Wiese sitzen und wir gestalten das Webinar von dieser Wiese aus, ja, und man beobachtet uns gleichzeitig eben aus der fliegenden Drohne. Ja, aber die ernste Anwendung wär hier ein sogenanntes Farminar, das ist das, machen hier ländliche Fortbildung, Borkenkäferbekämpfung und da ist man im Wald, also da wird das Webinar aus dem Wald herausgehalten. Und das nächste Webinar ist tatsächlich eins, da geht es dann um Waldschäden. Und da spielt natürlich dann die Drohne auch wieder eine Rolle. Und das ist auch eine Form von Erwachsenenbildung eben für den Bereich der Landwirtschaft. Also da wird die Drohne dann die Waldschäden von oben analysieren können. Und vielleicht auch noch, um zu zeigen, ich habe so gerne, hier war Herbert auch dabei, ganz, ganz aktiv war er hier. Mobilität finde ich auch sehr interessant. Und in diesem Webinar war es so, dass wir einen Stadtrundgang gemacht haben durch Salzburg und uns einfach, also barock. Also auch eine Form eigentlich von Erwachsenenbildung, wo man Erwachsene oder Interessierte mitnehmen kann zu interessanten Orten.
Ja, weil eben Zoom und viele andere Webkonferenzsysteme auch so gut mobil verwendbar sind. Vielleicht noch ein Einsatzbereich. Das war letztes Jahr im Juni unsere Nachkonferenz am BFAB, am Wolfgangsee. Und da waren 20 Leute ungefähr waren vor Ort, aber nochmal 10 weitere waren zugeschaltet und konnten auch an diesem Workshop teilhaben. Also das war auch irgendwie eine Form von Blended Learning, weil es ein klassischer Präsenz-Workshop war, aber eben mit Online-Teilnahme. So, Birgit, ich habe dich jetzt gar nicht moderieren lassen. Naja, weil du, also wir sind ja, wir können uns ja outen, wir haben ja sozusagen noch zusätzlich ein weiteres Kommunikationstool nebenbei laufen. Und ich habe mich bei dir, David, schon im Vorbeugend entschuldigt dafür, dass ich eventuell Tempo machen muss, weil wir ein bisschen was aufzuholen haben. Und ich bin da sehr dankbar, dass du deinen Streifzug sozusagen durch die Erwachsenenbildung mit Videokonferenz Technologien so bunt und so gleichzeitig rasch und zügig gehalten hast. Ich denke mal, mit diesen Einblicken, das waren ja mehr so wirklich wie Schlaglichter jetzt auf die Möglichkeiten, die es gibt, hast du uns einfach super gezeigt, wie viel Videokonferenztechnologien in der Bildung, in der Erwachsenenbildung dazu beitragen können, mobiler zu werden, Distanzen zu überbrücken, mehr Menschen zu erreichen, entferntere Menschen zu erreichen, auch andere Perspektiven einzunehmen, die man sonst gar nicht hätte, also von oben auf was drauf zu schauen, im Wald unterwegs zu sein, in der Stadt unterwegs zu sein. Also welcher Zuwachs auch an Räumen und an Mobilität mit Videokonferenztechnologien in der Bildung verbunden ist. Ja? Also es ist einfach ganz toll. Da könnte jetzt, man, ich denke, das wäre eigentlich Raum für ein eigenes Webinar, für eigene Veranstaltung. Ja, und vielleicht magst du das auch gleich dazu sagen. Ankündigen, ja, genau, das ist die Werbeeinschaltung, wobei ich auch schon weiß, dass zahlreiche eBMUG-Teilnehmende dort auch sich schon angemeldet haben. Startet nächste Woche am Donnerstag und da geht es dann wirklich nur um das Thema. 5x eine Stunde, ja, mit Start eben kommenden Donnerstag, nur zum Format Webinar in der Erwachsenenbildung. Ja, mit Hintergrund, Metaebene, politischer Ebene, Technik, die unterschiedlichen Formate, Methoden und so weiter. Die Teilnahme ist kostenlos und man kann sich noch anmelden. Ja, den Link habe ich reingestellt hier in den Chat. Super, vielen Dank, David, dafür. Wir haben das im Vorfeld auch so ein Stück besprochen als Anschlussveranstaltung an den eBMUG für alle die jetzt in der letzten Einheit Feuer fangen und sich diese Webinartechnologie für die Bildung näher anschauen wollen und da ein bisschen eintauchen wollen, weil wir ja auch sehen, erkennen, dass gerade diese Webinartechnologie mit MOOCs potenziell auch gut weiter kombinierbar ist. Also wir haben sie in unserem MOOC, in diesem Format des Inverse Blended Learning gut kombiniert, aber es gibt noch weitere Kombinationsmöglichkeiten dazu. Ja gut, ich denke, wir müssen ein bisschen schauen. Wir haben jetzt da eine Stunde schon unsere Zeit verbraucht und haben eigentlich eine Dreiviertelstunde jetzt geplant gehabt und wir haben zwei wichtige Punkte noch auf der Agenda. Wenn ich mich erinnere an unser Publikumsvoting vom Beginn, dann habe ich so ganz stark in Erinnerung, dass viele diskutieren wollten zu den Möglichkeiten und Geschäftsmodellen von MOOCs, dass uns natürlich auch noch sehr interessiert, wie lief es in den Begleitgruppen und dass wir auch noch den Punkt drauf hatten, was macht ihr aus dem eBMUG? Das war aber jetzt im Voting zu Beginn nicht ganz so der Renner. Also wenn ich mal überlegen könnte, was wir jetzt bevorzugt machen sollten, dann würde ich vorschlagen, dass man unbedingt die Begleitgruppenleiterinnen, Lernbegleiterinnen, die da sind und einfach Erfahrungen berichten wollen, unbedingt einladen, dazu was zu erzählen und dass dann wir anschließend, also Karin und ich und gern Wilfried oder wer mag, noch über die Zukunftsperspektiven des eBMUG berichten. Und damit würde ich gern die Moderation wieder an dich zurückgeben, David, wenn das so passt. Danke, Birgit, du hast mich sehr gut vertreten. Ich sehe, wir haben Lisa hier, die mit geleitet hat, nehme ich an, in
Berlin eine Begleitgruppe. Habe ich wen noch übersehen aus Begleitgruppe? Kann mir das wer sagen? Ob noch wer da ist? Brigitte ist, glaube ich, nicht da, oder? Die ist im Urlaub. Die ist wirklich im Urlaub. Lisa, erzähl aus Berlin, wie ist es gelaufen? Was habt ihr gemacht? Ja, gerne. Also bei uns, wir hatten ja letztes Jahr von der COST schon mal eine Begleitgruppe. Hört ihr mich alle? Oder? Ja, du kannst ein bisschen näher zum Rechner kommen, dann ja. Ist es, glaube ich, deutlicher. Okay. Genau, also bei der COST hatten wir letztes Jahr schon eine Begleitgruppe und da war es so, dass wir am Anfang sehr viel Interesse hatten und dann aber am Ende nur noch 5 Teilnehmende übrig geblieben sind. Und also während der ganzen Begleitgruppenphase einen hohen Verlust an Teilnehmern. Und dann haben wir dieses Jahr halt versucht, das bisschen zu ändern oder halt haben überlegt, wie wir es gestalten können, dass mehr Leute dranbleiben bei uns. Und da sind wir halt, da haben wir überlegt, einerseits, dass wir das als Frühstückstreffen gestalten. Und zwar immer von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, dass die Leute danach weiter in Beruf können und eben schön Vereinbarkeit von Weiterbildung und Beruf gewährleistet ist. Und wir haben dann immer Brötchen mitgebracht für alle Teilnehmenden und es gab Obst und Kaffee. Genau, also das war dann ganz gut und dadurch war es auch schon mal eine ganz entspannte Atmosphäre, einfach bei unseren Begleitgruppentreffen. Und genau, dann haben wir auch noch gedacht, also unser großes Ziel war natürlich, dass die Leute den Transfer in die eigene Arbeitswelt schaffen von den ganzen Tools. Und dadurch war es natürlich schwierig, wie macht man jetzt ein methodisch-didaktisches Konzept, wenn man nicht genau weiß, welche Fragen kommen da auf uns zu. Und wir haben dann vom Inhalt her es jedes Mal so gestaltet, dass wir erstmal einen Rückblick gemacht haben durch die Teilnehmenden, die dann erstmal erzählt haben, was ist ihnen hängen geblieben, was war für sie besonders relevant im letzten Modul, sodass wir dann auch immer gesagt haben, es können alle kommen, auch die vielleicht noch nicht das komplette Modul abgeschlossen haben und dass trotzdem alle auf einem Stand sind und man dann schön diskutieren kann zusammen. Und genau, das haben dann auch sich gleich viele Leute bereit erklärt, das zu machen, das war ganz schön. Und ja, dann haben wir nach dem Blick zurück halt immer den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, ihre Fragen anzubringen. Wir haben dann immer versucht, das gleich zu sammeln und das zu diskutieren. Und für den Notfall hatten wir immer ein paar Fragen mitgebracht und ein bisschen Input. Also nur für den Fall, dass von den Teilnehmenden eben gar nichts kommt, haben wir dann was vorbereitet. Aber das haben wir eigentlich nur selten gebraucht. Also meistens waren da rege Diskussionen in unseren Gruppen. Und es war auch so, dass eigentlich bis zum Schluss hatten wir jetzt eine ganz konstante Teilnehmendenzahl. Wir hatten parallel zu unserer Begleitgruppe noch eine Online-Plattform. Also wir haben dann Slack noch genutzt. Wir haben gedacht, das ist ganz schön, da kann man nochmal ein zusätzliches Tool ausprobieren. Es war natürlich am Anfang schwierig mit dem Zugang, bis da mal alle aktiv waren. Aber jetzt beim letzten Begleitgruppentreffen hat es sehr gut geklappt. Also wir haben die Absagen erhalten über Slack und wir haben die Brötchenbestellungen organisiert über Slack. Und ja, das hat alles sehr gut geklappt. Also die Leute haben sich wirklich gemeldet, wenn sie nicht konnten. Und ja, war ein reger Austausch. Deswegen, das war sehr gut. Also wir haben eine sehr gute Erfahrung und viel positives Feedback von der Begleitgruppe dieses Jahr bekommen. Mhm. Und es sind auch wirklich viele dran geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob alle den EBMOOC auch komplett abgeschlossen haben, aber sie sind jedenfalls immer trotzdem noch zu unserer Begleitgruppe gekommen und sind am Thema geblieben. Genau. Also doch ein wichtiger, motivierender und natürlich sozialer Faktor. Das ist, ja. Gab ja. Sehr schön. Ja. So schön, Gunnar muss gerade zu seinem letzten Begleitgruppenabend. Ja. Genau, also wir waren 9 Teilnehmer in unserer Berliner Begleitgruppe, obwohl auch am Anfang mehr Interesse war. Aber es war eigentlich eine gute Größe. Sehr gut. Habt ihr Fragen an Lisa? Die Rolle des Essens. Die war nicht ganz so hoch, aber ich glaube, es war auf jeden Fall, also am Anfang ist es fast ein bisschen untergegangen, dass wir das machen mit dem Frühstückstreffen.
Ich glaube, das hätten wir noch mal mehr über die E-Mail schreiben sollen, nicht über Slack, weil die Leute da noch nicht den Zugang zu Slack hatten. Aber dann haben sich eigentlich alle gefreut, aber ich sag mal, nur die Hälfte der Leute hat überhaupt was bestellt. Hatten die Begleitgruppen einen Wissensvorsprung? Wurden die früher freigeschaltet? Nein. Slack ist ein Kommunikationstool, so ein Online-Kooperationstool. Genau, also wir haben im Hintergrund haben wir auch mit den Begleitgruppen, zumindest Initiatorinnen, über Slack auch kommuniziert. So ähnlich wie WhatsApp oder ein bisschen mehr wie E-Mail vielleicht, irgendwie zwischen E-Mail und WhatsApp. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen wie Facebook mit zu Gruppen, also weil wir verschiedene Channels für verschiedene Themen hatten. Also wir hatten praktisch für jedes Modul einen Channel und dann einen Channel für Aktuelles und einen Vorstellungs- und soziales Channel. Und wir hatten eigentlich ursprünglich angedacht, dass wir pro Modul irgendwie Lernziele von allen Teilnehmenden in die Channels schreiben lassen, aber so bis wir dann alle auf Slack waren, war dann der EW-MOOC fast vorbei. Deswegen hat es nicht so gut geklappt, wie wir erwartet hatten. Weil es ist doch nochmal für viele ein ganz neues Tool gewesen. Gut, ich glaube, dann danken wir für Lisas Bericht zu den Begleitgruppen. Birgit, du magst noch was ergänzen? Ja, also ich möchte Lisa nicht nur für den Bericht, sondern generell für das einfach tolle Engagement im Zuge der Begleitgruppe danken. Und also Lisa zum einen und Kos natürlich, aber eben auch stellvertretend dir für die anderen Begleitgruppenleiterinnen, die das einfach gemacht haben. Also ihr habt sie dafür nichts bekommen, außer ihr habt selber von den Teilnehmerinnen einfach Beiträge eingehoben, aber sonst gab es dafür ja nichts außer Know-how und ein gemeinsames Gruppenfeeling vielleicht und einfach Slack und ein paar kleine Incentives, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, es war eine große Einnahmequelle oder Verdienstmöglichkeit, es war einfach für uns ganz, ganz schön, dass ihr das gemacht habt, weil so konnte wirklich aus dem MOOC ein Blended MOOC werden und ein Blended MOOC ist halt schon was anderes als ein reiner Online-Kurs, das ist einfach ganz, ganz fein. Ja, es war ja für uns dann auch so eine Art Blended-Begleitgruppe durch das Slack noch. Genau. Aber ja, Max und mir, wir haben das ja jetzt zu zweit geleitet und das hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht und war wirklich eine tolle Gruppe einfach. Wir hatten viel Austausch. Das war schön. Und man lernt dann ja offenbar doch vom einen aufs nächste Mal ein Stück weit einfach dazu, was man tun kann, damit da, also auch um die Teilnehmerinnen zu halten und damit es dann einfach wirklich gut funktioniert. Ne? Genau, und ich glaube, dass wir es als Frühstückstreffen da gemacht haben, das war für viele auf jeden Fall gut. Also da konnte man danach weiter zur Arbeit. Das war, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Sehr nette Idee. Ja. Genau. Sehr gut. Vielleicht aber noch ergänzen, Kos ist auch Mitveranstalter dieses Webinar-Reihe, die ab nächster Woche folgt, gemeinsam mit dem BFAP. Ja, die werden dann auch wieder Max und ich mit moderieren dann. Super. Super, vielen Dank. Nächster Punkt. Möglichkeiten der Weiterverwendung des EBMOOC und da war noch eine Frage von Fabienne auch gleich, die glaube ich dazu passt. 2019. Tja. Also das ist eine Frage, die wir in dieser Form, in der Eindeutigkeit noch nicht mit Ja oder Nein beantworten können. Also wir arbeiten natürlich an Formen der weiteren des weiteren Einsatzes des EBMOOC und vielleicht einer Überarbeitung, Veränderung, Anreicherung neuen oder anderen Angeboten zur digitalen Professionalisierung für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen. Also wir werden bestimmt zu dem Thema wieder von uns hören und lesen lassen, das ganz sicher in welcher Form und ob das ein EBMOOC 2019 ist, können wir einfach noch nicht versprechen. Was wir im Moment sagen können, ist, dass der EBMOOC 2018 bis Ende August online sein wird und voll verfügbar sein wird, so wie er jetzt als Kurs auf iMOOCs steht, nicht wie ursprünglich angekündigt Ende Juni, sondern wirklich bis Ende August und dass man ja alle Teile des EBMOOC sich zusammensuchen, downloaden, die YouTube-Links sozusagen sichern, auch die Videos von YouTube organisieren und alle Lernunterlagen speichern und so weiter kann. Also man kann die Teile sowieso darüber hinaus weiterverwenden.
Wir überlegen auch für den Herbst, für die Zeit zwischen September und Dezember und möglicherweise darüber hinaus sowas anzubieten, da reden wir jetzt noch von 2018, sowas anzubieten wie einen Zugang zum eBMUG für assoziierte Partner und Partnerinnen, wobei ich da noch, wir sind da noch im Gespräch mit der TU Graz, die ja da dann einfach auch den, also eine Notwendigkeit hat, das technische Hosting zu leisten und wir und auch Fragen zu beantworten, wenn es um was Technisches geht. Und wir würden in dem Fall auch gerne die eine oder andere Frage beantworten können, wenn es um was Inhaltliches geht. Und dafür gibt es also keine vorgesehenen Geldmittel. Das heißt, wir würden dafür ein paar assoziierte Partner, Partnerinnen brauchen, die sagen, ja, wir wollen das und wir investieren da ein bisschen was. Also da basteln wir aber auch noch an Modellen, wie das möglich sein kann, wie das geht, ohne dass das allzu viel kostet. Das ist etwas, wo wir einfach mal fragen möchten, schauen wollen, ob es da Interesse gibt. Wir schreiben das auch nochmal mit unserem Abschiedsmail in die große Runde und auch an die Lernbegleiterinnen, weil unsere Idee schon ist, man kann den MOOC ja, also man könnte ihn jetzt natürlich in Teile zerlegen und verwenden, aber man könnte ihn natürlich auch, so wie er jetzt ist, im Herbst noch einmal zur Basis von Begleitgruppen machen, auch wenn wir jetzt nicht wöchentlich freischalten, auch wenn wir kein Forum zu den einzelnen Themen anbieten, die das speziell zu der jeweiligen Woche passt und auch wenn es keine Webinare dazu gibt, kann man diesen MOOC ja zur Basis für Gruppen machen, so wie man generell einfach die MOOCs, die existieren und frei verfügbar sind, sei das jetzt auf iMOOCs oder sei das auf Moin, einfach zur Basis nehmen kann, um als Erwachsenenbildungseinrichtung einmal auszuprobieren, wie geht es denn meinen Kunden, Kundinnen, meinen Lernenden mit digitalen Formaten, mit großen oder mit Online-Kursen, wenn ich ein Begleitangebot dazu mache, kann ich das ja als Einrichtung oder einfach auch als kleine Lerngruppe mal oder als Trainer ausprobieren, schauen, kann ich denn nicht auf der Basis der bestehenden MOOCs einfach meine Zielgruppe erweitern und mein Angebot erweitern. Ja? Das ist sowieso etwas, was, also ich denke, das steht so im Raum, das bietet sich so sehr an. Es gibt einfach MOOCs wie den eBMOOC, die sind da, nur wollen genutzt werden. Das sind keine Konkurrenz für Erwachsenenbildungseinrichtungen, sondern eine Ressource. Ja. Die wollen nur genutzt werden und durch Präsenzformate angereichert und aufgegriffen werden. Das ist eine große Fortführungsmöglichkeit, die wir für 2018 noch sehen. Ansonsten möchten wir intern das zweite Halbjahr 2018 für Weiterentwicklung nutzen, natürlich mit allen unseren Partnern und Partnerinnen und auch schauen, was, also wir haben natürlich eine Menge Ideen, was man an anderen und zusätzlichen ähnlichen Formaten noch anbieten kann. Ob das jetzt ein eBMOOC 19 ist mit neuen Tools, was uns auch sehr reizen würde, mit neuen aktuellen, wieder neu überprüften Tools oder was anderes oder mehreres davon. Also wir sind am Brüten, aber diesen einen Vorschlag wollen wir schon mit einem großen, vielleicht einen Nachdruck ins Feld schicken, greift es doch auf, macht es doch was damit, es ist da. Ja. Ja. Ich glaube, super passt jetzt für den nächsten Punkt hier. Katja fragt zu den Geschäftsideen, Geschäftsmodellen. Und das haben wir ja auch tatsächlich vorgesehen. Ja, es gab dazu einfach im Rahmen des eBMOOC 17 noch schon eine Forschungsarbeit, die Karin Kulmer aus dem Cornedo-Team übernommen hat und die sie uns jetzt mit ihren Ergebnissen vorstellen wird. Ja, danke Birgit. Also ich hoffe, es sind alle noch aufnahmefähig. David, würdest du bitte kurz noch einmal die Bildschirmfreigabe mir aktivieren? Das wäre super. Genau, kleinen Moment. Vier kleine Folien habe ich mitgebracht und ich hoffe, dass das dann so gut funktioniert. So. Oh, das ist aber auch ein schönes Bild. So, ihr solltet jetzt meinen Startbildschirm mit meinem Titel sehen können. Ja. Seht ihr das? Ja, ja. Gut, also das ist eben der Titel meiner Forschungsarbeit. Ich lese ihn jetzt nicht noch einmal vor. Prinzipiell, es geht um Geschäftsmodelle, es geht um MOOCs und es geht um die Erwachsenenbildung. Das ist eben ganz wichtig. Und das Ganze ist auch online verfügbar unter dem Link, den die Martina jetzt auch gerade in den Chat gepostet hat und auch unter offener Lizenz. Bevor ich jetzt kurz auf den Inhalt eingehe, möchte ich noch kurz vorausschicken, was ich in dem Zusammenhang unter Geschäftsmodellen verstehe.
damit es nicht zu Missverständnissen kommt, es geht nämlich jetzt nicht darum, ein möglichst gutes Geschäft mit MOOCs zu machen, das wäre auch ganz konträr zu der Idee von MOOCs an sich, sondern es geht einfach darum, um die Grundlogik, das Grundprinzip, das dahinter steht, wie die Organisation funktioniert, wie sie arbeitet, was sie anbietet und natürlich auch in dem Zusammenhang, wie sie sich finanziert. Ich habe da in meiner Arbeit, das steht also für alle, die nachlesen möchten, steht das auch drinnen, gehe ich da von diesem Business Model Canvas, das ist bekannt relativ aus und das gibt es für alle hier zum Nachsehen, da habe ich gerade den Link reingepostet. Grundsätzlich geht es eben darum, dass es nicht nur eben um Einnahmen bzw. um Kosten geht, sondern dass es auch andere Bestandteile gibt, wie zum Beispiel, was biete ich meinen Kundinnen, was brauche ich dafür, was habe ich für Wertangebote, was habe ich für Ressourcen, was gehe ich für Partnerschaften ein und das sollte möglichst vernetzt eben betrachtet werden. So. Genau. Zu jeder Forschungsarbeit gehört eine Forschungsfrage. Also ich habe mich einfach gefragt, wie jetzt empfehlenswerte Geschäftsmodelle für MOOCs in der österreichischen Erwachsenenbildung aussehen können. Und nur ganz kurz, ohne jetzt näher darauf einzugehen, das ist im Prinzip, wie ich das angegangen bin, also einerseits aus der Literatur hinaus, andererseits aber auch aus Interviews mit Expertinnen, die ich dann ausgewertet habe und auch drei exemplarische Geschäftsmodelle entwickelt habe. Viel wichtiger als die Vorgehensweise sind aber meine zentralen Erkenntnisse. Da möchte ich gleich kurz darauf eingehen. Ganz wichtig, es gibt jetzt nicht ein Geschäftsmodell für MOOCs in der Erwachsenenbildung, das jetzt für jede Organisation passen würde. Es muss natürlich immer zur Organisation passen. Ich gehe dann vielleicht dann später noch ganz kurz darauf ein, auf die drei exemplarischen Geschäftsmodelle, die ich identifiziert habe in meiner Arbeit. Es geht jetzt auch nicht darum, mit MOOCs ein Geschäft zu machen, daran zu verdienen. Es geht prinzipiell einmal darum, dass man sie überhaupt leistbar macht, weil eben MOOCs als Bildungsangebote, die sehr oft kostenlos verfügbar sind, auch die müssen einmal finanziert werden, auch die brauchen Ressourcen, und brauchen eben gewisses Investment, damit sie laufen. Die Organisationen, die MOOCs einsetzen möchten, also man muss jetzt nicht unbedingt einen MOOC selbst produzieren, um ein Geschäftsmodell daraus zu gestalten. Man kann sie auch zum Beispiel frei verfügbare MOOCs, frei verfügbare Ressourcen nutzen und sie in das eigene Geschäftsmodell integrieren. Beispielsweise Begleitgruppen wären so eine Möglichkeit. Prinzipiell ermöglicht ein Geschäftsmodell ein strukturiertes Vorgehen innerhalb einer Organisation, kann jetzt auch Erwachsenenbildungseinrichtungen helfen, dass man sich bewusst macht, wie möchte ich MOOCs überhaupt einsetzen in meiner Organisation und das auch gezielt zu nutzen als Vorbereitung auf eine digitale Transformation. Dann zum Thema Finanzierung und Zertifizierung. Das sind zwei zentrale Herausforderungen, die auch von meinen Interviewpartnerinnen genannt wurden. Da geht es jetzt einerseits also bei der Zertifizierung sowohl um die Anerkennung jetzt der Zertifikate der Teilnehmerinnen, also was sagt da jetzt der Arbeitsmarkt dazu, kann man das vielleicht für weiterführende Bildungsangebote irgendwie verwenden, kann man es zum Beispiel in einer Bildungskarenz oder in ähnlichen Situationen anrechnen lassen. Andererseits geht es natürlich auch um die Akkreditierung von MOOCs selbst, also als Angebot. Was auch noch ganz zentral herausgekommen ist, die Expertinnen, die Befragten waren alle der Meinung, dass die digitale Erwachsenenbildung in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Gleichzeitig wird die digitale Transformation der Erwachsenenbildung auch als große Herausforderung gesehen. Also es ist nicht ganz einfach, ist jetzt auch noch nicht ganz klar, wie man da weiter vorgehen soll. Es ist auch noch unklar, ob es jetzt bei diesem Format MOOCs bleiben wird. Was man heute schon beobachten kann, ist das, was wir unter einem MOOC verstehen. Das ändert sich laufend. Also es gibt jetzt schon verschiedene Formate, die als MOOC bezeichnet werden, das aber eigentlich nicht sind, weil sie entweder nicht frei zugänglich sind oder auch nicht kostenlos zugänglich sind. Schlussendlich lässt sich dann auch noch sagen, dass das Inverse Blended Learning, wie es ja auch im EB-MOOC praktiziert wurde, eine große Chance darstellt für MOOCs in der Erwachsenenbildung. Die Teilnehmerinnen haben ein großes Bedürfnis nach sozialem Austausch
Und dieses Inverse Blended Learning ist wirklich eine gute Möglichkeit, dem entgegenzukommen, gerade in der Erwachsenenbildung und gerade im Zusammenhang mit MOOCs. Ganz kurz möchte ich jetzt auch noch zeigen, welche exemplarischen Geschäftsmodelle bei mir jetzt rausgekommen sind. Das heißt nicht, dass es nur die geben muss. Es ist jetzt auch wirklich nur auf Basis der Theorie und der Interviews entstanden. Es ist natürlich möglich, dass in der Praxis dann sich etwas anderes noch bewährt. Bei mir war es so, dass ich einerseits ein Geschäftsmodell für große Erwachsenenbildungseinrichtungen aufgestellt habe. Da wird es darum gehen, dass man eben MOOCs oder andere digitale Angebote in das Kursangebot integriert, sodass man wirklich dann den Teilnehmerinnen personalisierte Möglichkeiten bieten kann, dass jeder und jede das machen kann, was ihm oder ihr persönlich jetzt am meisten liegt. Dass man natürlich, soweit es möglich ist, bestehende Angebote auch integrieren kann. Es bietet sich dann auch eben die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Teilnahmegebühr jetzt nicht für den MOOC an sich einhebt, aber zum Beispiel für Begleitgruppen. Selbstständige Trainerinnen können einerseits an anderen MOOCs zum Beispiel mitwirken, indem sie Inhalte gestalten, einzelne Einheiten gestalten oder auch Begleitangebote durchführen. Sie können auch Beratung durchführen und können sich beispielsweise über Teilnahmegebühren oder Beratungsaufträge finanzieren. Das dritte Geschäftsmodell, das ich jetzt auch noch angeführt habe bei mir, wären digitale Spezialistinnen, wirklich mit Fokus auf die Erwachsenenbildung, die sich darauf spezialisieren, MOOCs und andere digitale Bildungsformate zu produzieren, wirklich einen Know-how-Aufbau und Weiterentwicklung zu betreiben. Und da wird es wahrscheinlich so sein, dass die zu einem großen Teil auf Förderung bzw. auf Sponsoring angewiesen sein werden. Den Vorteil, der sich daraus bietet, ist, dass so auch wirklich Bildungsangebote entstehen können, die eben dann von anderen weiterverwendet werden können. Genau. Soweit einmal von mir. Falls es Fragen dazu gibt, gern. Genau. Ja, vielen Dank für den Überblick. Ich finde gerade diese Dreierübersicht hier sehr nachvollziehbar, dass das funktionieren kann. Anmerkungen, Fragen? Vielen Dank. Sehr interessant. Wird hier geschrieben. Natürlich alles noch viel ausführlicher in der Publikation selbst drinnen. Genau, der Link ist, nachlesen möchte. Der Link ist, glaube ich, gepostet. Mhm. Super. Super, vielen Dank, Karin. Birgit? In aller Kürze, ich möchte nochmal betonen, wie schön ich das auch finde, dass du, Karin, nicht nur herausgearbeitet hast, was sind die Geschäftsmodelle für Produzentinnen von MOOCs, sondern auch, was sind die Geschäftsmodelle für potenzielle Nutzerinnen von bestehenden MOOCs. Also die gibt es einfach. Ich denke, das wird noch viel zu wenig gesehen. Und du hast das auch nochmal sehr schön rausgearbeitet in deiner Arbeit und in den Geschäftsmodellen, in der Übersicht. Danke dafür. Also ich glaube, es kann wirklich auch einfach einen Startpunkt da darstellen für jemanden, der sich noch nicht mit MOOCs auseinandergesetzt hat, einfach mal was Bestehendes heranzuziehen, das weiterzuverwenden und das wirklich auch zu integrieren in die Organisation. Und was, glaube ich, auch noch ein bisschen wenig gesehen wird, dass es nicht nur monetäre Vorteile gibt aus MOOCs, sondern genauso nicht monetäre Vorteile, wie zum Beispiel jetzt eine bessere Reputation oder Zielgruppen zu erreichen, die man sonst nicht hatte. Mhm. Danke. Die ganzen Einrichtungen, die uns umgeben, die wir kennen, stehen vor der Herausforderung der digitalen Transformation und haben, wenn sie einen bestehenden Kurs verwenden, relativ wenig Risiko und relativ wenig Investment am Anfang. Das ist einfach schön zu sehen. Mhm, genau. Super. Ich habe gesehen, dass Martin zu uns gestoßen ist. Der ist unterwegs im Zug und vielleicht mag er uns irgendwie die Landschaft zeigen, durch die er gerade, ja, doch nicht, jetzt bin ich enttäuscht. Nein, wir freuen uns, dass Martin trotzdem da ist, auch ohne Zug. Falsche Hoffnung, nein, ich bin schon dabei, bin früher gefahren. Damit ich okay, alles klar, also Martin ist auch Teil des EB-MOOC-Teams. Zentraler Teil, ja. Ja. Ja, wir kommen langsam zum Schluss, oder? Es ist auch bald 18 Uhr. Ich soll noch
Ja, ich soll noch vermelden, dass wenn jemand noch eine Begleitgruppe im Herbst starten will und den MOOC sozusagen weiterhin nutzen mag, dann bitte das EB-MOOC-Team zu informieren. Hier wäre die E-Mail-Adresse, an der man das tun kann. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, allen sich zu beteiligen und zu beobachten. Ja, heute war auch viel los. Und überhaupt natürlich war in den 6 Wochen viel an Information und Kommunikation. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt des Lernens, dass man sich austauscht. Ja, ich sehe da diese Dankesmails, die beiden, oder Dankespostings, 4, 5 vielleicht, ja, und freue mich darüber. Also denke, es hat einfach total Spaß gemacht. Uns hat sehr Spaß gemacht. Wir können nur hoffen, dass es euch und ihnen ähnlich oder genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Es ist eine neue Form und neue Erfahrung des Lernens, denke ich, einfach uns ganz, ganz fein, das in dieser Größe gemeinsam erleben zu können, wirklich also diesen Austausch und dieses gemeinsame neue Wissenskreation erleben zu können, ist wirklich ein großes Vergnügen für uns. Mhm. Es gibt von meiner Seite sonst gar nichts dazu zu sagen. Ich frage mich, ob Martin Ebner noch was auf der Zunge gehabt hätte, ob Wilfried, du als unser Geschäftsführer noch was auf der Zunge hättest, ob ihr euch noch anschließen wollt oder jemand aus dem EBMOG-Team. Mir würde es uns nur bleiben, dem Team sehr zu danken, euch zu danken fürs Dabeisein, fürs Durchhalten. Martina, ein Kussmund in die Runde. Ja, ich darf vielleicht noch Werbung in eigener Sache machen. Das heißt, also die neuen MOOCs werden ab Herbst wieder gestartet. Also momentan sind 4 in Planung. Das heißt, regelmäßig vorbeischauen. Gibt wahrscheinlich nächstes Jahr um die Zeit auch einige Neuerungen auf der Plattform wieder. Also wir entwickeln das ständig weiter. Und ich hoffe, also es hat also auch die Umgebung und so weiter Spaß gemacht. Also wir werden, also das wird nicht abgeschafft oder sonstiges, sondern wir sind also in einem starken Entwicklungsschritten im Hintergrund. Also momentan kämpfen wir mit dem Datenschutz-MOOC, der momentan mit 100 Teilnehmer pro Tag Zuwachs hat. Also der ist ziemlich heftig geworden und explodiert uns gerade. Und jeder, der sich mit Datenschutz beschäftigt, möge vorbeischauen. Ich glaube, es ist tatsächlich spannende Inhalte. Aber ansonsten auch vielen lieben Dank fürs Mitmachen und ich hoffe, den einen und den anderen wieder in anderen MOOCs zu erleben. Danke. Ja, fein. Vielleicht, ich meine, Wilfried, du musst jetzt auch noch, glaube ich. Ja, ich genieße es auch einmal sozusagen ein bisschen in der zweiten Reihe da zuschauen zu dürfen und teilzunehmen und zuzuhören. Und habe auch dieses Webinar wieder sehr genossen, das ja inhaltlich wieder sehr dicht war. Ich möchte das Signal, das Birgit versucht hat, vorhin auch schon auszusenden, noch ein Stück nochmal betonen. Da ist bei Conedo und unseren Partnern, David für Werde Digital, Martin für TU Graz. Ihr habt auch viele andere Erfahrungshintergründe und wir haben jetzt mit diesem MOOC gemeinsam zum zweiten Mal etwas in die Landschaft gesetzt, wovon wir uns erhoffen, dass es ein bisschen Saat sozusagen ist für viele weitere Initiativen in der Erwachsenenbildung in Österreich. Das ist unser Auftrag, aber es wirkt auch darüber hinaus, das freut uns sehr. Und wir sind sehr offen für Kontaktaufnahmen. Wir versuchen auch unser Know-how zu teilen. Das ist eine offene Bildungsressource der EBMOOC und das wir da produzieren. Auch die Umfeldarbeiten, die wir machen. Wir haben auch den ersten MOOC schon in einer Broschüre dokumentiert und dort unser Wissen darüber verschriftlicht und offen geteilt. Und wir sind auch in den nächsten Monaten sehr daran, da ein bisschen auch drüber zu sprechen, noch welche Erfahrungen wir mit diesem MOOC gemacht haben. Also bitte einfach melden und wir freuen uns über Kontakt davon und natürlich auch über Kooperationen, die dabei entstehen können. Auch wir brauchen ja auch ein Geschäftsmodell, das langfristig funktioniert. Und ja, in dem Sinne freuen wir uns von Ihnen und von euch auch zu hören in den nächsten Monaten. Genau, und vielleicht können wir alle nochmal versuchen oder viele die Kameras einzuschalten. Die Datenschutzgrundverordnung tritt ja erst am 25. Mai in Kraft. Jetzt dürfen wir noch uns sehen und uns zeigen. Nein, aber das mit den Bildern, das war ja auch vorhin die Frage, das ist offenbar jetzt wirklich alles nicht so schlimm wie gedacht, ja, weil es war ja schon das Fotos
hieß ja schon, man darf nur noch Bäume und Blumen fotografieren. Aber schön, euch zu sehen. Und ich glaube, damit schließen wir dann auch dieses Webinar und den eBMOOC 2018 und freuen uns auf eine nächste Gelegenheit des Zusammenkommens on- oder offline. Auf Wiedersehen.